Willkommen zurück zu NBA 2K19 und mein GM mit den Chicago Bulls. Der erste Ring ist eingetütet. Wir befinden uns jetzt auch im neuen Schedule des Jahres 2021. Mussten einige Baustellen bekämpfen, einige Spieler verloren, neue Spieler in der Free Agency hinzugeholt, haben im Draft ziemlich rumgewildert, haben dafür Parker hergegeben und OJ Houston. Jetzt geht es erstmal darum, wieder einigermaßen reinzukommen, Spielminuten zu verteilen, wer ist in der Starting 5, wer kommt von draußen, auch zu gucken, wer funktioniert mit wem, wen verteilen wir auch als neuen Mentor, was ist passiert, was hat die Spielentwicklung gegeben in der letzten Saison und so weiter und so fort. Also jetzt erstmal relativ viel zu tun und alle, die Bedenken haben, dass wir das jetzt noch irgendwie durchziehen bis ins Jahr 2024, 25, 26, nein, keine Sorge, ich werde jetzt versuchen, noch in diesem Jahr und im nächsten Jahr den Titel zu holen. Wir werden hier auch wesentlich schneller durchgehen als in den ersten drei Jahren, weil ich glaube, jetzt müssen wir einfach nur noch hier und da an der Stellschraube drehen, damit unser Team passt und auch ein Contender bleibt. Deswegen. Ansonsten, neuer Podcast mit Björn und Siebes ist am Start. Den gerne abchecken auf Spotify und iTunes, genauso wie ein neuer Blog-Eintrag. Meine 5 Stars der jungen NBA-Saison habe ich mal aufgezählt. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir erstmal rein ins Coaching. Und wir spielen. Warum zeigt er mir das an? Weil wir. Hä? Wir spielen als nächstes gegen die Knicks und er markiert mir die 76ers als nächstes. Okay. Also. D'Angelo Russell mit 88, Devin Booker mit 91. Dann Wooden, unser neuer Spieler auf der 3 als Small Forward, hat eine 80, Portis eine 79 und Wendell Carter Jr. mit einer 87. Chris Dunn kommt von draußen, Derrick Rose ebenfalls, der hat das eigentlich schon relativ gut eingestellt, muss man sagen. Maxi Kleber ist auch am Start, Patton, Thaddeus, ich bin eigentlich echt gut besetzt. Stauskas ist mein schlechtester Spieler aktuell. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich so viel verändern würde. Also eins ist klar, Chris Dunn hat sich halt relativ wenig entwickelt, weil wir ihn wahrscheinlich haben zu wenig spielen lassen. Okay, sehe ich ein. Nur das gefällt mir nicht, dass wir da. Hä, aber was. Wo haben wir gerade eben die ganzen Minuten liegen, damit Small Forward so wenig hat? Naja, Chris Dunn hat so brutal viel Minuten, ne? 16. 16. Jo, das passt. Dann McKinney nehmen wir mit rein. Ja, okay, 16 Minuten muss er jetzt nicht haben. Da gebe ich dann doch lieber Chris Dunn ein paar Minuten mehr und Derrick Rose. Wir probieren es mal so. Also, das glaube ich sieht ganz gut aus. Scoring Option werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen anpassen müssen. Booker auf der 1. Wendell auf der 2. D'Angelo auf der 3. Nee, das können wir so lassen. Weil was Wooden kann, kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Deswegen passt das. Okay. Training. Training werden wir jetzt am Anfang auch erstmal ordentlich reinhauen. Chemie ist bei 76. Schauen wir erstmal hier rein. Was? Wendell hat immer noch keine Plaketten? Das ist ungeil. Nee, warte. Schützling wählen. Nee, der hat keine. Stimmt schon. Ja, aber was ist das für eine Anzeige? Weil wenn ich rübergehe auf Devin Booker, dann sehe ich hier zum Beispiel 3 Bronze-Plaketten, 4 Silber, 4 Gold. Titel DNS.
Das raff ich gerade eben. Ach so, ja, okay, jetzt check ich's. Alles gut. Das sind die Plaketten, die die Jungs dann quasi Devin Booker geben könnten. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal die erste Sache, die ich mache. Einmal. Und zwar. Clutch Performer. Ach, ich kann ja mal bloß einen auswählen. Ja, schon krass. Devin Booker hat auf jeden Fall schon ordentlich was drinnen. Patton hat noch nicht so viel. Maxi Kleber auch nichts. Dre Burke. Der hat auch auf jeden Fall 5 Plaketten. Thaddeus Young. Der müsste doch hier eigentlich. Also Pick and Roll brauchen wir. Pick and Pop brauchen wir. Ah, dann mache ich noch Put Back. Ja. Passt. Bobby Portis. Mal schauen, was wir da machen können. Ah, nee, machen wir erst Wooden. Weil da, das sollte eigentlich mit Devin Booker perfekt harmonieren. Catch and Shoot. Scharfschütze-Distanz. Eckenspezialist. Gib ihm. Okay. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, wie lange das dauert, bis so eine Plakette dann wirklich freigeschalten ist. Dann, Quest Dunn. Hat 2-1. Das finde ich übrigens echt cool, dass Schülerlevel auch mit angezeigt ist. Aber das hat ja. Da ist schon der Schüler. Und so viel hat sich da jetzt nicht getan. Was ist denn wichtig? Mikrowelle, schwierige Würfe, unermüdlicher Scorer, mach ich mal. Devin Booker braucht nicht wirklich. Wooden habe ich gerade eben gemacht. Maxi Kleber. Ist die Frage, wen ich vielleicht noch mit. Ach ja, wen kann ich denn mit Dre Burke noch verknüpfen? D'Angelo, warum soll der keinen Mentor haben? Dre Burke. Gut, dass wir die Sachen, die er Bronze hat, auf jeden Fall mal hochkriegen. Und Catch and Shoot auch. Zack. Okay, dann Patton. Titel-DNS. Mache ich jetzt einfach mal. Derrick Rose. Aber bei Derrick Rose ist. Schaue ich noch, dass ich für. Portis brauche ich noch einen. Und da nehme ich. Ja, komm. Terrence Ross. Sind 3 coole Plaketten. Machen wir einfach mal rein. Und den Rest. Schaue ich einfach mal so, wie sich das entwickelt. Hier sehen wir die Entwicklung, das ist irrelevant. So, hier sehen wir die einzelnen Spieler. Da bin ich mal gespannt, wer nach der Saison, also Wendell, erwarte ich eigentlich schon, dass der so auf die 90 kommt. Oder vielleicht sogar drüber. Aber das können wir erst später dann beurteilen, ob das was wird. Training. Was habe ich hier? Einsatz, defensive Konstanz, Grundlagen. Okay. Intensität hoch. Das passt auf jeden Fall. Machen wir. Ah, machen wir hier mal ausgeglichener. Defense, On-Ball Defense. Naja, On-Ball Defense. Machen wir das mal, weil mir haben die einfach trotz allem, auch wenn wir das Ding gewonnen haben, zu viele Fouls gezogen.
Post Control, Rebound, Freiwurf, Mitteldistanzwurf, Dreier. Dreier schadet nie. Und das ist auch ausgeglichen. Gut, das passt. Preisgestaltung machen wir dieses Mal gleich, bevor die Saison losgeht, weil später denkt da wieder kein Mensch dran. Machen wir hier 30 Team Caps. Hot Dogs, Eiscreme, Tickets. Ganz ehrlich, wir sind Champion, da kann ich ja wohl 100 Euro verlangen. Parkpreise 30. So. Klar. Direkt Pressekonferenz, ob ich ein alter Geier bin. Fanwertschätzung, der wichtigste Aspekt dieses Teams, sind unsere Fans. Dafür Sorge zu tragen, dass die Fans das Gefühl haben, etwas für ihr Geld zu bekommen, hat für mich oberste Priorität. Der Reporter minus 3 und die Fans sind davon ungefähr 0,0 tangiert. Jetzt ist Basketballzeit, Leute. Wozu sind die Bulls in diesem Jahr fähig? Let's get it on. Wir haben unsere Power Rankings der Preseason veröffentlicht. Eins wollen wir verraten, die Lakers sind auf Nummer 1. What? Aha. Wir sind auf der 3 oder was? Was ist los mit euch? Wir sind amtierender Champion. Sie waren den ganzen Sommer überragend. Wie es aussieht, sind die Warriors im Moment das Maß aller Dinge. Eindeutige Zahlen. Bis jetzt hat noch niemand ein Spiel gewonnen, aber die Lakers stehen in unserer Preseason-Tabelle ganz oben. Die Draft-Experten von 2K scheinen zu denken, dass die Grizzlies den Point Guard Lan Shawman mit ihrem Number One Pick draften werden. Okay, das ist vor dem... Nee, das ist schon für die neue Saison. 15. Oktober. Gut, Trade-Liste passt. Sieht da nicht ganz gut aus. Lasst uns noch einmal ganz kurz reingucken, bevor wir dann loslegen. Die Verträge. Portis wird verlängern. Ein bisschen weniger, wenn es geht. Ein bisschen. Passt. Bobby bleibt bei uns. Dann unentschlossen. Und der Rest ist sowieso nicht relevant. Oh, das ist das Wichtige für uns. Also, Booker bekommt am meisten Geld. D'Angelo am zweitmeisten. Dann kommt Bobby Portis, Chris Dunn. Wooden hat eh einen absolut geilen Vertrag, genauso wie Patton. Wendell auch. Wendell könnte ein Problem werden, weil der natürlich dann sein Geld möchte, was er auch völlig verdient hat. Aber so generell sieht das eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass wir das hinkriegen. Also Wendell können wir auf jeden Fall behalten und Wooden, glaube ich, der wird auch richtig eskalieren. Dann wollen wir mal reinstarten, bevor ich jetzt hier euch ewig zutexte. Training ist schon wieder, was ist das hier? Zweimal Training hintereinander, das feiere ich schon wieder gar nicht. Dann kann man hier ein Training festlegen, da ist Pause. Da ist auf jeden Fall auch kein Training. Und dann hier nach einem Spiel kein Training, vor einem Spiel können wir wieder. Dreimal Training hintereinander, das ist wohl auch komplett übertrieben. So, okay, gegen die New York Knicks mit unserem neuen Team. Wir sind Champion, ich weiß gar nicht, ob es eine Ringzeremonie gibt. Deswegen gehen wir jetzt mal komplett rein in dieses Spiel. Season Opener, leider auswärts. Das heißt, vielleicht gibt es erst die Ringzeremonie im nächsten Spiel, wenn wir zu Hause spielen. Aber das macht überhaupt nichts, weil jetzt geht es erstmal darum. Ich habe mega Bock auf Wooden. Ich will sehen, wie der spielt. Let's go. Und Porzingis ist auch am Start. Muss ich auch sagen, fehlt mir echt total.
Ich hoffe, dass er bald wieder fit ist, aber in diesem Jahr, glaube ich, wird das nichts mehr. Ja, da macht er die ersten Points für die New York Knicks. Okay, gleich mal ein Tipp-Pass. Russell is out there with Booker. Then there's Bobby Portis. Then there's Carter. Booker outside. So easy. Wide open. No problem. Taylor. Die New York Knicks. Großes Thema. Eigentlich eine gute Franchise. Haben gutes Spielermaterial. Haben Cap Space. Haben Cap Space unter anderem möglicherweise für KD. Kevin Durant zu den New York Knicks. Ich will es nicht ausschließen. Wenn ich momentan wirklich alle Möglichkeiten durchgehe, und das haben auch Björn Siebes und ich in unserem Podcast gemacht, fällt nicht. Da muss man ehrlich sein. Washington Wizards, Heimat. Okay, ja, natürlich, Argument. Aber die Wizards sind gerade eben absolut am Zerbrechen. Ja? Und solange auch diese kranke Extension von John Wall existiert, wird das definitiv, denke ich, nicht passieren. Zweite Option. Porzingis, du bist so ein Biest, ey. Bam! Wooden mit dem Block. Welcome, boy! Der war natürlich... Okay, was? Wooden hat ungefähr nur Hot Zone am Start. Passt. Genau, die Los Angeles Lakers, klar. Mit einer der Favoriten auf KD. Die Frage ist, will KD sich das wirklich antun, von den Warriors zu den Lakers zu gehen? Seine Legacy ist einfach jetzt schon... Sie ist nicht wirklich eine. Weil alle immer sagen, du bist zu diesem Überteam gegangen, deine Ringe sind so gesehen einfach nicht so viel wert, wie zum Beispiel ein Dirk... Ein Ring von Dirk Nowitzki. Oder der Ring von LeBron James bei den Cleveland Cavaliers oder die Ringe von Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green damals, wo sie ja unter anderem wirklich mit auch keinen schlechten Spielern an ihrer Seite gezockt haben. Für die Golden State Fans, die erst seit 2 Jahren Fans sind. Schön. Passt. Ein Harrison Barnes hat mal bei den Warriors gespielt, ein Andrew Bogut hat mal bei den Warriors gespielt, ein Iguodala war mal in der Starting Five. Oh, das wird. Wobei Iggy heute noch ein guter Spieler ist, aber natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also auf jeden Fall einer der Mitfavoriten, ne? Die Los Angeles Lakers. Ich weiß nicht, ob wir es sehen wollen. Ist es geil? LeBron James und KD nebeneinander? Oder ist es nicht geil? Schade. Aber Wooden gefällt mir auf jeden Fall schon mal von der Anlage her. Ja, und dann die dritte Option sind dann auch einfach die New York Knicks. Das ist... Ich will das echt nicht ausschließen. Ich will das echt nicht ausschließen. Du hast ein Team um dich herum, wo man sagen würde für KD... Shit. Wenn du mit dem Team in den Ring gewinnst, much respect. Du hast aber jetzt auch kein... Warum wechselt der... Du hast aber auch kein Team um dich herum, wo du sagst, hey, das ist jetzt einfach nur absolut Schrott. Du hast wirklich richtig gutes Spielermaterial. Okay, das war jetzt... Da wollte ich mir den Block stellen lassen, hab nur auf den Blocksteller geachtet. Passt. Und hab mir da den Stil reindrücken lassen. Die drei Optionen gibt's. Ich weiß nicht, ob es für euch noch eine andere Option gibt. Ah, für mich nicht. Unicorn. Porzingis. Macht's wieder alleine. Macht's wieder alleine. Boy, macht's wieder. Beverly. Ein super geiler Block, aber ich habe schon fast befürchtet, dass das am Ende trotzdem nicht reichen wird. Natürlich easy, ein absolutes Mismatch. Gut, dann wollen wir mal gucken, ne? Oh nein! Nicht Simcast live, sondern das normale Simcast.
wie es aussieht. Okay, jetzt rasten wir erst aus, liegen dann mega vorne. Was ist das für ein Match? Was machen die? Ja, das ist ja ungefähr ein brutaler Schlagabtausch. 10 Punkte hinten. Natürlich einiges. Ich habe vergessen einzustellen, dass er draußen bleibt. Das war jetzt natürlich nicht so geil von mir. Das war jetzt ein bisschen lucky. Einfach versucht durchzuziehen. Hat in dem Fall funktioniert. Taylor. Beverly. Ey, boy, ich hab nicht mal irgendwas gedrückt. Aber mal gar nichts. Habt ihr das gesehen? Devin Booker ist einfach nur da gestanden, hat auch überhaupt nichts gemacht. Keine Armbewegung, nichts hoch. Ganz fragwürdig. We talk a lot about veteran guys on teams, Kevin, and I think one of the most important aspects to think about. Ich glaub's nicht, oder? Those veterans have a lot more impact if they're still part of. Und tschüss. Game over. Weißt du, statt dass der Dunk reingeht, get a chance to see it during practice or pinpointing it out on film when you're playing. It doesn't have as egal. Much of an impact. Ich schaue, dass ich es noch irgendwie rumgerissen bekomme. Wäre ein cooles Ding gewesen für Wooden zum Start gleich ins erste Spiel. Geht nicht. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Ich wusste, dass er mich noch foult. Passt. Passt auch wenn er schlecht getroffen war. Ja, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was ihr meint. KD, welche Optionen gibt es im nächsten Jahr für ihn? Und jetzt gibt es erstmal den Sprungball. Let's go. Zwei kleine gegeneinander. Und ich gewinne das Ding. In terms of their substitutions and who's on the floor. Warum werde ich eigentlich immer von Porzingis verteidigt? Egal welchen Spieler ich am Start habe. Kann ja irgendwann auch nicht sein, oder? Oh, Russell, ey. Come on, boy. Sowas muss reinfallen. And here's Beverly, who brings it up for the New York Knicks. Their next game playing at home is the Knicks coming to town. And that game is the second of two. Porzingis. Here's Porzingis. And it's Chicago with the rebound. Der war nicht ganz unwichtig. Booker. Ich wollte gerade eben sagen, schon wieder Porzingis oder was? Passes it to Portis. Ich will nicht. Ich habe Angst vor Porzingis, wenn ich ehrlich bin. Ja, die anderen wollen mich gerade mit Gewalt vom Korb weghalten, ne? Oh, ey, ganz ehrlich. Doppelt. Shot clock at 5. Launches it. Das wär, wenn der reingefallen wäre, das wäre so frech gewesen. Okay, boy. Ich halte mich noch ein bisschen zurück am Anfang. Aber der war mal nicht schlecht.
Freiwurf daneben, da ist schon wieder mies. Nein, muss er machen. Macht er nicht? Wie können wir da den Rebound zulassen? Ey, das kannst du doch echt niemandem erzählen, dass wir da den... gegen Beverly. Echt ohne Scheiß. Da fehlen mir die Worte. Gib mir den Ball jetzt her hier, Boy. Das Spiel ist... Simcast ist echt ein Wahnsinn. Ey, ganz ehrlich, muss ich jetzt echt die Freiwürfe simulieren? Ja, wir verlieren's. Ist egal. Ich habe jetzt auch vergessen, dann Stopp zu drücken. Meine... Aber seht ihr, das sind manchmal so Kleinigkeiten, so Probleme. Das soll, darf einfach nicht sein. Also, dass die Simulation dann bei Einwürfen oder bei Freiwürfen oder sowas hängt. Also, dann muss man die Option halt auch einfach rausnehmen, wenn das nicht funktioniert. Gut. Wir starten erstmal mit einer Niederlage. Das war jetzt auswärts. Na, das spielen wir auch auswärts. Nee. Doch, hier spielen wir auswärts und da spielen wir zu Hause. Da spielen wir. Da können wir das mal kurz simulieren. Verlieren wir auch. Guter Start in die neue Saison. Devin Booker hat sich verletzt. Da kommt mal direkt Freude auf. Chris Dunn. Rein. Booker. Raus. Stauskas. Rein. Gut. Aber nicht mit... Wow, was habe ich denn jetzt eingestellt? Ganz ruhig. Dann mache ich hier... 35 Minuten. Ne? Und dann switche ich Derrick Rose auf den Sixth Man. Dann passt es auch wieder. Gut. Das war die erste Folge in der neuen Saison. Im neuen Schedule, sagen wir es so. Leider zwei Niederlagen. Mieser Start. Mal gucken, wie es dann gegen die Magic läuft. Heimgame werden wir auf jeden Fall reingucken, ob es eine Zeremonie gibt. Und dann gegen die 76ers Pistons. Also ich denke mal, in der nächsten Folge kriegen wir diese Seite auf jeden Fall komplett weg. Ich sage danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.